Morgen, lieber Sandro. Morgen. Hi. So, Freitag der 13., letzte Episode. Ein bisschen vom Pech verfolgt, aber dafür sind wir heute auf der glücklichen Seite, denn wir haben wieder von der Firma Brinkmann alles bekommen. Einmal hier dieses, wie heißt das, Ausgleichslager? Oder? Trackeling. Trackeling. Hast du selber gerade eben noch gesagt. Hab ich eben noch geschrieben, ne? Ja. Hier steht's auch, Trackeling. Also einmal das. Und die Antriebswelle, die ist auch ganz schön schwer. So, die haben wir jetzt hier gekriegt. Es hieß ja, dass die nicht lieferbar ist. Deswegen nochmal vielen Dank für die besondere Mühe, dass wir eine gekriegt haben. Und ich gehe davon aus, dass sie jetzt passt. Das werden wir gleich sehen. Überraschung, Überraschung, es geht weiter am Golf R. Wir wollen, dass der heute, also wir müssen hier noch dieses Traggelenk einbauen und hier die Antriebswelle. Und wir wollen, dass das Auto heute auf eigenen Achsen steht, sodass der von der Bühne runter kann, dass wir im nächsten Video ein anderes Auto auf die Bühne fahren können. Das ist jetzt keine große Überraschung, das ist das, was dahinter steht. Aber da müssen wir uns ja sowieso den Lack und so nochmal angucken. Das machen wir dann aber auch nächste Woche, weil es heute noch so ein bisschen, also der ganze Vorhof ist gefroren. Sandro und ich haben uns eben schon fast auf die Klappe gelegt, als wir hier angekommen sind. Genau, aber ich würde sagen, wir legen jetzt los. Mit dem Einbau vom Golf. Machen wir wieder einen kleinen Zeitraffer und dann schauen wir uns das Ergebnis an, ob er gerade steht. Genau, ich wollte gerade nur gucken, weil der LKW draußen so laut war. Machen wir einen kleinen Zeitraffer wieder, gucken uns das Ergebnis an, fahren ein, zwei Meter. Er hat ja Winterreifen, ne? Ja. Nee, aber gucken halt, ob das geht. Stimmt, echt. Ja, sind Winterreifen. Aber der eine ist ja platt, ne? Die Frage ist, ob wir da Luft wieder raufkriegen, ne? Ja, habe ich schon probiert mit dieser Fußpumpe. Gut, ist jetzt auch nicht die beste, aber wir gucken einfach mal. Drüben ist, glaube ich, ein Kompressor. Gucken wir einfach mal. Genau, also, los geht's. Wieder nix, ne? Nee, Antriebswelle falsch. Antriebswelle falsch. Also es muss, vielleicht kann das jemand von euch mal in die Kommentare schreiben. Ich bin jetzt nicht so firm, zumindest was VW Antriebswellen angeht. Das muss unterschiedliche geben. Ob die für ein R kürzer ist, weil der Motor und das Getriebe halt größer sind, weiß ich nicht. Wir haben uns auf jeden Fall eine Originale bestellt. Das war ja auch ein Nachbau hier. Ja. Gut. Aber teuer. Aber ja, genau. Originale kostet 700. Also 680. Die hat um die 250 gekostet. Oh, okay, das ist natürlich ein krasser Unterschied. Das ist schon ein Unterschied, ne? Tut mir leid. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt einen Originalteil. Aber der, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, der Gelenkkopf oder so das? Cool. Traggelenk. Das Traggelenk ist jetzt drin. Wir rollen das Auto jetzt erstmal raus. Sieht auch soweit gut aus, ne? Sieht super aus. Du hast es ja noch angepasst in der Höhe. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sieht, die Höhe hier vom Stoßdämpfer, wo das Achsteil drin hängt. In die Narbe, ja. Wo die Narbe drin hängt, genau. Das haben wir noch ein Stück hoch gemacht, angepasst zur anderen Seite. Und dann sagtest du, man kann auch, wenn das alles schon montiert ist, kann man die Antriebswelle noch einbauen. Ja, das geht. Werden wir dann nächstes Mal machen. Kann sein, dass wir das Traggelenk wieder lösen müssen, aber das ist nur eine Mutter, das ist kein Problem. Okay, alles klar. Kein Thema. Das klingt ja schon mal gut. Ja, dann würde ich sagen, etwas unbefriedigend das Ende dieses Mal. Sollen wir mal gucken, nur wie die Reifen, also der Reifen sieht ja hier eigentlich gerade aus, ne? Der sieht gerade aus, ja. Wie ist der auf der anderen Seite? Oh, ja, nee, doch, sieht auch gut aus. Auch gerade aus, ne? Auch gerade aus, ja. Das sieht doch eigentlich schon mal vielversprechend aus. Ja. Das war da Hinsicht, klar muss man auch Achseinstellungen machen, aber schon wieder das Auto wieder gerade laufen wahrscheinlich genau, haben. Genau, dass er technisch in Anführungszeichen erstmal Taco ist, weil das ist ja, das würde ich jetzt mal als Optik hier beschreiben. Ja, ist auch Technik, aber das muss halt ein Karosserieschlosser machen, ne? Ja, also das kriegen wir nicht hin. Ja, das muss ein bisschen gezogen werden, dann wird dieser, ich glaube, das äußere Teil wird rausgetrennt, da muss man schauen, da kriegt das mit Sicherheit hin.
Wichtig ist, dass der Dom nichts abbekommen hat und danach sieht es halt aus. Ja, ne? Das sieht wirklich so aus. Ja, aber krass, wie das genau hier genau. Die Energie aufnimmt. Ja, ne? Ja, zur Felge. Wir haben eben versucht, die Felge mal aufzupumpen. Du musst das richtig erklären. Die Felge sieht ja eigentlich so aus, als hätte sie nichts. Die Felge sieht gut aus. Hier ist so ein kleiner Bordsteinschaden. Ja, ja, okay. Aber wenn man mal guckt, das ist erstmal okay. Ne, da. Da ist ein kleiner Bordsteinschaden. Ja. Und vor allem das Auto ist soweit. So, genau. Ach hier. So, das war das Stativ. Da. Das könnte jetzt ein Bordsteinschaden sein, hier und hier. Und ihr seht, das sind Winterreifen. Laut meinen Informationen ist der Unfall auch im Sommer passiert. Deswegen dachten wir schon, okay, der hat vielleicht die Pretoria, heißen die, glaube ich, die guten 19-Zöller, hat er abgemacht. Und dann hier die wie heißen die nochmal mit D irgendwas? Ist ja egal. Die Winterräder auf jeden Fall drauf gemacht. Aber jetzt haben wir gerade versucht, Luft auf den Reifen drauf zu pumpen. Haben wir aber beide nicht gesehen. Zack. Das scheint doch die Felge zu sein, die beim Unfall drauf war. Mir ist das wirklich im ersten Moment. Ich habe das auch nicht gesehen. Ist nicht aufgefallen. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Ja, und wir hatten eben dieses Tire Fit Kit, also diesen kleinen Kompressor aus dem Kofferraum. Und erst beide so, ach cool, 0,5 Bar, okay, cool. Und dann so Sandro so, ach guck mal da. Ja. Ja, gut. Das war dann leider nichts. Aber wir besorgen uns ja eh neue Räder. Genau. Da sind wir übrigens in Erfindung, da werden wir uns am Montag im Büro mal zusammensetzen, Sandro, da bin ich schon sehr gespannt drauf, was du sagst. Ich habe ein, zwei schon rausgesucht. Cool. Ja, dann wäre es das erstmal von diesem Video. Ich sag mal sorry, tut mir leid, dass wir jetzt nicht weitergekommen sind. Also ärgert uns beiden, glaube ich, am meisten. Wir wollten das Projekt ja schon relativ günstig wieder zusammensetzen, so, und dass das jetzt das ergeben hat, das ist halt leider so. Ja, das ist so, also das ist da kann die Nina auch nichts für oder die Firma Brinkmann, aber das ist halt einfach mal so bei Ersatzteilen von Drittherstellern, da kommt sowas schon mal vor, ne? wenn das einfach irgendwo nicht richtig gepflegt ist mit Teilenummern und so, ist jetzt leider so, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Originalteil, das werden wir dann nächstes Mal einbauen und ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend, uns beiden wünsche ich ein schönes Wochenende. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.